Zum 50. Todesjahr von Karl Farkas hat sich Gitarristin Johanna Beisteiner etwas Besonderes überlegt. Das abwechslungsreiche Soloprogramm basiert auf dem Gedichtband Farkas entdeckt Amerika. Literarisch-musikalische Veranstaltung von und mit Johanna Beisteiner basiert auf dem Gedichtband Farkas entdeckt Amerika, in dem der Wiener Schauspieler und Kabarettist Karl Farkas mit schwarzem Humor seine Flucht vor dem Naziregime über Marseille, Barcelona und Lissabon nach New York und sein dortiges Leben während der Kriegszeit beschreibt. Vor 50 Jahren ist der Schauspieler und Kabarettist gestorben. Woher kommt denn Ihre Faszination für dieses Thema, beziehungsweise wie sind Sie darauf gekommen, das Ganze in so einen Liederabend zu verpacken? Ja, also ich habe vor mehreren Jahren diesen Gedichtband in einem Wiener Antiquariat entdeckt und der Inhalt, der passt einfach perfekt zur Gitarre. Also es gibt Verbindungen zum Flamenco, zu Tango, verschiedenen Wiener Liedern, also thematisch ist das sehr, sehr gut machbar. Beisteiner ist für das Brunner Publikum keine Unbekannte. Was glauben Sie, macht denn diese Künstlerin aus? Was sind so die Besonderheiten, die sie hat? Ich glaube, die Künstlerin ist erstens eine sehr temperamentvolle Künstlerin. Das zeigt sich auch in ihren Flamenco-Tänzen oder in ihren Flamenco-Gitarre, das sie bringt. Und sie ist eine sehr engagierte und sehr, ja, für mich sehr nette Künstlerin einfach, ja. Die trüben Sterne spiegeln im Meer sich tausendfach. Der Mond Haben. Geschwärzte Schiffs kann aber schlafen, doch ich sitze im Thron auf Wach. Es ist auf jeden Fall toll für sie, weil es war doch seit 1,5 Jahren mehr oder weniger, ja, hat sie keine Auftritte gehabt und das ist jetzt der zweite Auftritt und das ist natürlich schon eine feine Sache, gerade als Künstler. Wir haben von einem Bekannten gehört, dass das sein wird, ne? Und dann haben wir gedacht, wir kommen her und schauen das an. Ich bin ursprünglich ja Gitarre-Virtuosin, das ist meine Basis. Und das verbinde ich jetzt mit klassischer Gesangstechnik, rezitiere selbst auch und tanze Flamenco. Das ist jetzt quasi eine synchronisierte Feinmotorik in Fingern, in den Beinen und verbunden dann eben mit Gesangs- und Sprechtechnik. Das erfordert natürlich eine besondere Vorbereitung und einen sehr strikten Trainingsplan täglich. Und da habe ich halt den Lockdown dazu benutzt. Der Veranstaltungssommer im Brunn am Gebirge geht natürlich weiter. Ich hoffe, dass sich doch jetzt im Sommer doch einiges noch tut, dass die Leute noch kommen. Jetzt haben wir dann ja die Jazz-Tage hier, 3 Tage lang Jazz vom Feinsten. Im Herbst dann die Sommernachtskonzerte. Also ich hoffe, dass sich die Leute dann schon hierher trauen, weil wir haben es wirklich sehr nett hier.